So Leute, da sind wir wieder. Leider ist mir mein PC abgestürzt. Wir konnten noch ungefähr 15 Minuten munter weiter spielen, bis mein PC dann gemerkt hat, oh, ich bin weg. Ricolat und Laradir sind immer noch da. Ja. Da ist Ricolat. Was ist passiert, Leute? Also es ist ein bisschen was passiert, wie ihr sehen könnt. Als ich gesagt habe, das letzte Mal, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust auf den Zoo, weil das entarten würde. Oh, ich bin fast tot. Haben mich, als ich offline war, welche angeschossen vielleicht. Und ja, dann kurz darauf, vielleicht eine Minute später, meinte Ricolat, er ist da, dann bin ich zurückgeschwommen. Er hat sehr, sehr viel Holz und Eisen mitgebracht. Die Stalaktiten hat er jetzt nicht mitgebracht. Aber er hat gefragt, ob er da unten ein Loch graben kann. Da ist er jetzt dann runter, weil er meinte, da unten gibt es vielleicht welche. Also er gräbt da unten jetzt ein Loch auf der Suche nach Stalaktiten. Oder er spielt Creepypasta und beobachtet mich einfach nur. Hast du das gerade vom Handy abgespielt oder so? Nein, was denn? Was denn? Was denn? Ja, genau. naja. Und dann habe ich angefangen, hier die Trichter zu machen, Leute. Und als dann die Trichter plötzlich nur noch unsichtbar waren, aber die schwarze Auswahl hatte, also wisst schon, diese schwarzen Rahmen hier. Die schwarzen Rahmen. Rahmen. Ja, Rahmen wären jetzt auch lecker, ja. Diese schwarze Umrandung der Blöcke. Da habe ich gemerkt, es stimmt irgendwas. Da habe ich dann gemerkt, dass auch die Musik weg ist oder dass irgendwas nicht stimmt. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, machen wir hier weiter. Die Trichter sind ja schon fast komplett durch. Ach, du hast ein Horn. Ja. Das habe ich hinter dem Wasser vorhin gar nicht gesehen. Hast du eine Ziege getötet? Nein, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Das Horn bekommt man... Oh, jetzt muss ich nachsehen. Es bekommt man echt selten. Aber man bekommt es von Ziegen. Man bekommt es sonst noch irgendwo her, aber ich weiß nicht mehr, woher. Hier. Ich meine aus einer Kiste. Ziegen lassen ein Boxhorn fallen, wenn sie gegen einen festen Block gerammt sind. Dies kann zweimal pro Ziege fallen gelassen werden. Ah, okay. Das heißt, eine Ziege muss gegen einen festen Block rennen. Und dann lässt sie ein Horn fallen. Mir ist übrigens eine Schwachstelle an deiner Farm aufgefallen. Welche denn? Die sterben hier auch auf den Rändern hier oben. Genau dafür war ursprünglich das, der Todeskreisel, wie ich ihn nennen wollte, gedacht. Aber diese Schwachstelle ist nur temporär, denn das hier ist ja nur ein einziger Abschnitt. Und ich habe ja vor, das gesamte Ozeanmonument zu untergraben. Und dann wird auch der Rand entsprechend weiter nach rechts, links und hinten und so weiter gepackt. Das heißt, er ist temporär und wird verschoben. Und dann ist das irgendwann gar kein Problem mehr. So. Da, es sind Zombies offenbar gestorben hier drin. Und Skelette. Wie sind Zombies und Skelette hier drin gestorben? Die sind dann nicht gestorben. Nicht? Achso, du hast es reingepackt. In der Höhle. Ja. Nein, ich hab's. Wo ich. Ja, in der Höhle habe ich Zombies und Skelette bekämpft, ja. Ja, genau so meine ich. Was habe ich denn da reingetan? So. Oh, das ist plötzlich eine orangene Box. Ah, die hast du gepackt. Das ist meine, ja. Okay, wir brauchen mehr Trichter, Leute. Machen wir mehr Trichter.
Aber ich habe leider unten keine Stalaktiten gefunden. Es ist zwar eine riesige Höhle da unten, aber echt vom anderen Stern, aber nicht eine Tropfsteinhöhle. Okay, schade. Naja. Oha, da habe ich jetzt ein bisschen viel. So, packen wir den Rest wieder zu Blöcken zusammen. Ich habe übrigens eine lustige Entdeckung gemacht, wo eine ich wieder aus der Höhle rauskomme. Ja, du hast dich doch immer gefragt, wo das Pilzbiom ist, ne? Ja. Das ist 200 Blöcke westlich und 1000 Blöcke nördlich von hier. Ja, aber ich glaube, weiter nördlich als hier war ich noch nie. Moment mal. Ist der schon fertig? Super. So Leute, jetzt geht es nur noch das, was auf den Rändern stirbt. Das wäre beinahe ich gewesen. So, hab ich ganz schön zusammengearbeitet. Schön, da kommt das ganze Zeug. Okay, Leute, wir testen jetzt, ob auch wirklich alles durchgängig ist. Wir packen hier einen Trichter rein. Hier einen Trichter und hier einen Trichter. Und die müssten komplett bis nach hinten gehen. Hier haben wir einen Trichter, hier haben wir einen Trichter, hier haben wir einen Trichter und sogar eine Prismarinscherbe und hier einen Trichter. Wunderbar! So, die Falle funktioniert, Leute. Sie ist sogar automatisch. Jetzt muss es aber natürlich sogar noch ein bisschen gesammelt werden. So, und zwar werden wir das sammeln. Frage. Ja, Frage. Du hast doch gesagt, du willst das ganze Ding untergraben. Soll ich damit schon mal anfangen oder so? Eigentlich wollte ich erstmal einen Abschnitt fertig machen, bevor ich mit dem nächsten anfange. Was denn? Da ist gerade einer vor mir runtergefallen. Und das hat sowieso so ewig gedauert. Allein das hier zu graben hat, glaube ich, hunderte von Folgen gedauert. Zumindest gefühlt. Ja, weil du das ineffizient machst. Machst du auf meine Art. Es mag sein, dass sie ineffizient ist, aber dafür macht es mir Spaß. Ja. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. So. Wir sammeln das jetzt doch hier hinten, Leute. Jetzt ist hier praktisch noch eins versteckt. Wobei, wir könnten das sogar auch hier schon sammeln. Dann würden wir uns da ein bisschen was sparen. Das machen wir. Dann sparen wir uns ein bisschen was. Könnten das sogar hier schon machen. Genau, dann geht der hier runter. So, dann dürfte ich dir noch einen Vorschlag für deine Öffnung da oben machen, weil das Problem ist, die Viecher bleiben nämlich an den Trapdoors, also an den Falltüren hängen. Ja.
glaube, es ist schlau, wenn du da Schilder an die Wände hinmachst. Das sieht zwar natürlich nicht so schön aus wie das jetzt, aber... Nein, ich wollte tatsächlich auch, dass die Falle inaktiv werden kann. Oder zumindest weniger aktiv. Und das geht, wenn man hier dann einfach zumacht. Dann kann man sogar drauf laufen. Mache ich jetzt nicht, weil da oben sind Dracula würde... Wow. Da hießen so viele Wächter. Ich hab's gerade gesagt, ich mach das nie besser. Oh, ich sehe, wo du gestorben bist. Dein ganzes Zeug ist hier am Rand. Ich hätte es ja verbunden, wenn du es einsammeln könntest. Ja, einiges ist sowieso in die Trichter gefallen. Du kannst ja alles in den Trichter schmeißen. Oh, jetzt bin ich selbst fast tot. Okay, liegt hier jetzt noch irgendetwas rum? Ich glaube nicht. Okay, dann werfen wir mal ganzes Riculas ganzes Zeug hier rein. Natürlich habe ich meine Lytren waren da auch mit dabei. Ja, die sind noch da. Das ist auch gut so. Ja, das wird jetzt eine etwas längere Bootfahrt. So. Hier geht das dann runter. Und man soll hier zwei stehen können. Dann kommt hier der... Vielleicht sogar drei? Testen wir mal. Einen so nach unten hätte ich eigentlich schon gerne. Aber wenn ich drei mache, könnten Enderman hier runter. Das möchte ich eigentlich auch. Egal, wir machen drei. Wäre dann hier so. Genau, das gefällt mir besser. Und dann würde hier jetzt... Jetzt habe ich natürlich keine... Truhe mehr. Machen wir eine. So, bin an deinem Haus angekommen. Cool. Ich baue ja eine Doppeltruhe. So. Dann kommt jetzt alles hier rein. Ja, da kommt schon Riculas das ganze Zeug in die Truhe. Dann müssen wir jetzt nur noch den Raum auskleiden. Ich möchte, dass man einmal komplett drumherum rennen kann. Oder möchte ich das? Weiß ich nicht. Was nehme ich zum Auskleiden her? Prismarin möchte ich da... Oder nehmen wir trotzdem Prismarin her? Oh, dann nehmen wir die Prismarin-Blöcke her. Das ist eine tolle Idee, Leute. Die benutze ich sonst eh nie. Machen wir das.
So, die Trichter kommen auch mal. Ich habe hier ein bisschen zu viel jetzt. Hier ist plötzlich Eisenblock drin. Das sind doch 50 Truhen. Wo kommen die auf einmal her? Okay. Also die hier meine ich, die Ziegel, Leute. Wir machen die Ziegel. Was brauchen wir dafür? 9x Prismarinscherben. Ich weiß, warum ich die nie mache, Leute. Die sind sehr teuer. Oh, 9. Die sind ja um 1 teurer als die dunkle Prismarinscherben. Uff. Andererseits, das hier ist die Prismarin-Farm. Sie soll davon bezeugen, dass man sehr reich an Prismarin ist. Wir machen das. Ich habe hier sogar ein bisschen was. So, und wir machen erstmal den Boden. Deswegen nehme ich erstmal die Ziegel. Habe ich jetzt Ziegel auch? Nein. So, da ist wieder einer, den nehmen wir mit. Der Trichter ist leer. So. Ich möchte auch wirklich nur hier diese zwei hier gehen können, Leute. Mehr möchte ich gar nicht. Deswegen werden wir mehr auch erstmal gar nicht machen. Hier kommen noch welche hin, weil da kommen wir eventuell, weil hier die Truhe ist, Leute. Aber ansonsten eher nicht. Warum hast du eigentlich nicht die, das Monument vor den Eisbergen benutzt? Weil Tyron das schon komplett leergeräumt hatte, so wenn ich mich richtig erinnere, und ich eins haben wollte, da wo noch keiner dran war. Also ich habe das tatsächlich auch durchsucht und erobert und die großen Wächter getötet, so ungefähr.